Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Der Patch am Dienstag, am 2. November, bringt auch 5 neue Mercenaries und neuen PvE-Content. Wir schauen uns einmal alles an. Bis gleich. Hallöchen, grüßt euch. Vorneweg, es wurde gestern nur eine einzige epische Karte vorgestellt, also eine einzige epische Standardkarte, die auch, Spoiler Alert, ziemlicher Müll ist auf jeden Fall. Insofern mache ich da jetzt kein extra Video drüber. Wenn morgen dann die 4 Legendaries kommen, also morgen werden die 4 Legendaries vorgestellt, mache ich ein Video zu den 4 Legendaries und da schmeiße ich die epische Karte mit rein. Das heißt, ich bespreche 5 Karten in einem Video. Das passt dann. Deswegen, ja, machen wir kein extra Video zu. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Das letzte Söldner-Video, was ich gemacht habe, war ja eher relativ negativ angehaucht. Und ich habe da mal so ein bisschen mir alles von der Seele geredet, was da gerade schief läuft bei Blizzard. Und zumindestens, ich mache jetzt kein extra Video, wo ich das alles wieder ein bisschen die Wogen glätte. Aber ich will nur sagen, und das Video hat auch seine Berechtigkeit. Berechtigkeit ist das ein Wort? Nein, ne? Berechtigung. Nur man muss sagen, einer meiner großen Sachen war ja auch, dass anstatt, dass sie falsch hotfixen, sollten sie mal lieber Content nachwerfen. Und jetzt kommen 5 Söldner und sogar direkt PvE-Content. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich da ein bisschen anders drüber gesprochen. Insofern, da gibt es einen Daumen nach oben. Jetzt schon 5 Söldner nachwerfen und PvE-Content ist auf jeden Fall nett und das ist ein gutes Tempo. Und sie haben den PvP-Hotfix. Also, dass man im PvP müssen 3 Söldner sterben, damit man die Kistenbelohnung bekommt, haben sie nach einem Tag zurückgeändert auf einen Söldner. Es muss jetzt ein Söldner sterben, wenn ein Söldner tot ist, dann kriegt man die Belohnung. Das ist auch völlig okay. Also wenn jemand aufgibt, bevor ein einziger Söldner tot ist, ja, dann kriegt man halt nichts, aber dann hat man auch irgendwie nichts gemacht. Insofern, das finde ich dann auch okay. Und es muss wohl wirklich in China oder in Asien auf jeden Fall, muss dieses Abusen der Ladder wohl ein riesiges Problem gewesen sein. Das haben wirklich viele gemacht scheinbar. Es war gar nicht so europäisch, amerikanisch, es war, glaube ich, eher ein chinesisches Problem. Und deswegen mussten sie ja quasi, glaube ich, den Notfall-Button drücken und schnell irgendwas machen und haben nicht groß überlegt. Und sie haben es dann ja auch schnell wieder zurückgeändert auf einen softeren Hotfix. Insofern auch das ist erstmal okay. So viel dazu. Aber kommen wir zu den neuen Söldnern. Es kommen ganz viele Piraten. Ja, der Edwin kommt als Söldner. Der Edwin kommt nicht morgen noch als Schurken-Legendary zurück, sondern, ja, ich sage das jetzt, das ist hundertprozentig richtig, sondern er kommt auch als Söldner und zwar als Piratensöldner. Er ist ein legendärer Söldner, also er ist nicht so leicht zu bekommen. Er ist der eine, der legendär ist. Macht bei Edwin ja auch Sinn. Edwin ist ja mittlerweile ein großer Charakter, zumindest in Hearthstone auf jeden Fall. In WoW ja eigentlich nicht so super riesig. Ja, also er hat 1380er Stats auf der Höchststufe. Ihr könnt hier sehen, er hat hier die unten die Porträts. Er hat auch ein Diamantporträt bekommt, der gute Mann direkt. Also scheinbar kriegt jedes Legendary direkt ein Diamantporträt. Er hat die Klinge des... vorneweg. Ich spiele Hearthstone seit 7 Jahren. Und trotzdem liege ich bei Kartenbesprechungen ständig falsch. Söldner spiele ich jetzt seit 3-4 Wochen. Ich habe also absolut keine Ahnung oder traue mir absolut nicht zu sagen, ob irgendwas super gut oder super schlecht ist. Also ich sage was dazu und ich habe ein Gefühl, aber es kann absolut komplett falsch liegen. Und ich will sowieso nicht sagen, das ist super, das ist, oder der wird schlecht oder das ist ein guter Söldner. Ich rede ein bisschen drüber, ich habe ein Gefühl, das sage ich, das teile ich euch mit, aber bitte, das kann völlig falsch sein. Klinge des Assassinen hat ein Tempo von 5, greift einen Feind an, erhält plus 5 Leben und greift erneut an, wenn er in diesem Zug noch keine Aktion ausgeführt hat. Ja, das heißt, du greifst zweimal an und buffst dich noch im Leben. Das mit einem relativ hohen Grundangriff von 13 wirkt wie eine Fähigkeit, die ganz nett ist. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn Feng Cleave noch irgendwie Angriff gebufft bekommt, denn dann würde er zweimal angreifen mit hohem Angriff und sich noch ein bisschen buffen. Wir wissen alle, zweimal angreifen kann sehr, sehr stark sein. Samuro kann das. Samuro greift zweimal an und Samuro ist grundsätzlich ein sehr, sehr starker Held, der Blaue in Sekunden zerfetzen kann. Das könnte also auch Feng Cleave schaffen. Er muss halt nur jemanden angreifen, der langsam ist. Oder er darf selber nicht langsam sein, damit er einen zweiten Angriff machen kann. Unterstützerangriff, auch ein Tempo von 5, hat eine Abklingzeit, also man muss einen Turn warten. Er hält 5 Angriffe für jeden befreundeten Piraten und greift einen zufälligen Feind an. Kombo immun im Angriff.
Ja, also es wäre theoretisch cool, wenn man als erstes den Unterstützerangriff spielt. Also wenn man jetzt fängt Cleave nicht direkt auf dem Feld hat, sondern man holt ihn rein zum Beispiel, macht man als erstes Unterstützerangriff, bufft sich Angriff und als nächstes macht man die Klinge des Assassinen und greift dann zweimal an mit dem erhöhten Angriff. Das wäre zumindest theoretisch schon nett. Ja. Und Beute des Herrschers, eine Abklingzeit von 2, Tempo 4, fügt einem Feind 10 Schaden zu, wird für jeden anderen Piraten wiederholt, den ihr kontrolliert. Und Todesstoß stellt 25 Leben wieder her. Eine mächtige Fähigkeit, denn ihr müsst bedenken, sie macht 10 Schaden. Ich spiele Van Cleef mit Piraten, das heißt, im Bestfall habe ich drei Piraten auf dem Feld, Van Cleef selber und zwei andere, das heißt drei Piraten. Das heißt, ich mache 40 Schaden. 40 Schaden auf Blaue sind 80 Schaden. 80 Schaden ist unfassbar viel. 80 Schaden tötet wahrscheinlich. Und wenn ich dann töte, heile ich mich noch um 25. Also eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit, die, wenn sie denn funktioniert, weil sie Abklingzeit 2 hat, mit Sicherheit einen Blauen aus dem Leben reißt und dann halt auch 25 noch heilt. Das heißt, Van Cleef heilt sich auch noch ein bisschen. Und sie ist ja auch ziemlich schnell, also sie kommt auch ziemlich schnell. Das heißt, die Chance, dass sie mit als erstes kommt, ist einigermaßen gegeben. Also auch eine nette Fähigkeit. Ausrüstung, schwarze Flagge 4, passiv. Die Fähigkeiten benachbarter Piraten sind 4 Tempo schneller. Lokalrunde 4, Unterstützerangriff ist 3, Tempo schneller und macht immun. Fairer Anteil, Beute des Herrschers stellt 10 Leben mehr wieder her und wirkt sich auf alle befeuernden Charaktere wieder aus. Also, ich behaupte, im PvP schwarze Flagge, ihr kennt Vol'jin. Vol'jin hat Schattenfähigkeiten, sind 3 oder 4 schneller. Und Vol'jin ist unfassbar stark im Schatten, also ohne Vol'jin geht's nicht. Und genauso glaube ich, dass schwarze Flagge, die Fähigkeiten benachbarter Piraten sind schneller. Also, der eine Punkt ist, Van Cleef wird nicht schneller. Also Van Cleef selber wird nicht schneller, das muss man natürlich sagen. Aber man stellt ihn in die Mitte, links und rechts sind 4 schneller. Also sind die mit immer als erstes dran. Das dürfte eine unfassbar mächtige Fähigkeit im PvP sein. Und ich könnte mir vorstellen, hier Beute des Herrschers mit den 10 Leben mehr und man heilt alle. Das könnte natürlich sehr, sehr stark im PvE sein. Wo die Kämpfe ein bisschen länger dauern, wo man sich auch mal heilen möchte. Das könnte ich mir eine sehr gute Fähigkeit fürs PvE vorstellen. Ja, also an und für sich relativ starke Fähigkeiten, kann sehr, sehr viel Schaden austeilen und allein die schwarze Flagge, würde ich sagen, macht ihn zu einem Muss in einer Piratenkombo. Ich meine, es gibt nur 4 Piraten oder 5 jetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt nicht viele. Ich glaube, es sind 4. Insofern muss man die dann wahrscheinlich eh alle spielen, aber Van Cleef allein mit dieser schwarzen Flagge-Fähigkeit, denke ich, ist ein Muss für Piratenkombos. Sneed ist episch, hat 777er Stats auf Stufe 30. Fähigkeiten bzzzt, Tempo 6, verursacht Schaden, der auch im Angriff entspricht, fügt auch den Nachbarn des Ziels Schaden zu, wenn der Effekt von Säge aktivieren aktiv ist. Kommen wir mal kurz zu Säge aktivieren. Tempo 5, Tempo 3, Abklingzeit 1, erhält 6 Angriff für 2 Züge, greift einen zufälligen Feind an. Also aktiv heißt, ihr habt diese plus Angriff für 2 Züge. Das heißt, der Sinn ist es ganz klar, dass man erst die Säge aktiviert, damit man den Angriff bekommt und dann bzzzt macht. Weil wenn du bzzzt machst und du triffst einen einzigen Diener für 7 Schaden, der hat ja 7 Angriff, dann ist das jetzt völlig uneffektiv oder was bringt es? Also 7 Schaden macht, dann macht es 14 gegen Grüne. Das ist ja mega schwach. Wenn du aber plus 6 Angriff hast und du hast also 13, und du triffst noch Benachbarte, dann macht es 26 Schaden gegen Grüne und vielleicht 13 links, 13 rechts oder sogar 26, 26, 13 oder so. Dann ist es schon wieder was ganz, ganz anderes. Aber bzzzt einfach nur für sich stehend, sehr, sehr schwach. Säge aktivieren und dann bzzzt, das ist dann schon ziemlich stark und das könnte dann schon ziemlich viel Damage machen. Entwaffnen, Tempo 3, Abklingzeit 1, greift einen Feind an, verleiht ihm dauerhaft minus 5 Angriff. Also man kann dauerhaft den Angriff eines Feindes senken. Das ist ziemlich stark, weil das kann bisher, glaube ich, niemand. Und ich meine, es gibt ja einige Helden, die brauchen Angriff. Zum Beispiel Samuro nehme ich jetzt mal oder. Und wenn die keinen Angriff haben, dann machen die auch nicht viel Schaden. Insofern ist das ein sehr, sehr guter, ja, das ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Ist eine Tech-Fähigkeit, nenne ich mal, die bei bestimmten Meten sehr stark sein kann, wenn es Helden gibt, die halt über Angriff funktionieren. Aber insgesamt betrachtet, wenn du Sneed direkt spielst, du spielst Sneed direkt als allererstes, dann kann er halt nur Bzzzt machen, weil der Rest hat Abklingzeit und das Bzzzt ist super, super. Das heißt, du musst den Turn 1 musst du eine super schwache Fähigkeit spielen, Turn 2 kannst du dann die Säge aktivieren und Turn 3
kann man dann wieder Besitz spielen. Aber das ist schon wieder, also fürs PvP wirkt der gerade ein bisschen schwach. Aber wir kommen mal zu der Ausrüstung. Schädelstaub, Besitz verursacht außerdem Blutung 5. Titanklingen, Säge aktivieren verleiht 4 Angriff und hält einen Zug länger. Extraklingen, Säge aktivieren ist zu Beginn aktiv, einen Zug lang aktiv. Und das halte ich jetzt halt für, also die Extraklingen wäre mein PvP-Gegenstand im Moment. Ich spiele Sneed direkt am Anfang als allererstes und es ist aktiv. Das heißt, er hat 6 Angriff, er hat 13 Angriff und kann direkt alle treffen. Ich treffe direkt alle 3 mit meinen 13 Angriff. Die Grünen kriegen 26 Schaden, die anderen kriegen halt 13. Das ist stark. Ich spiele ihn direkt, mache direkt einen AOE-Cleave, hau direkt die Grünen weg oder mache direkt den Grünen sehr viel Schaden. Das ist stark. Dann kann ich Turn 2 Säge aktivieren machen und kann dann Turn 3 wieder stark sein. Ich bin Turn 1 stark, Turn 2 muss ich die Säge aktivieren und Turn 3 bin ich wieder stark. So stelle ich mir das vor. Wenn ich aber Turn 1 schwach bin, Turn 2 die Säge aktiviere und Turn 3 ist stark bin, sind 2 Turns tot. Und das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber Turn 1 direkt was Starkes, dann Säge aktivieren, Turn 3 was Starkes. Das könnte ich mir vorstellen. Also extra Klingen sehe ich im PvP. Und im PvE könnte natürlich das mit den Titanklingen nett sein, dass man einfach mehr Angriff bekommt und dass es länger hält. Da macht man einmal Säge aktivieren und dann macht man die nächsten Turn 2, Turn 3, Turn 4. Oder Turn 3, Turn 4, Turn 5 haut man dann ins Gesicht und dann so gewinnt man PvE. Also fürs PvE könnte ich mir einen der ersten beiden ganz gut vorstellen, besonders den zweiten. Und PvP würde ich sagen, ist das hier, glaube ich, gut, damit er direkt bumst. Außer Sneed ist der, der vielleicht von der Bank kommt. Dann wäre es nochmal was anderes, aber wenn Sneed einer von den ersten drei sein soll, dann ist der erste Effekt auf jeden Fall der beste. Entwaffnen habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber Entwaffnen wäre halt situationsbedingt. Könnte man Entwaffnen einwerfen, wenn man sagt, man braucht das jetzt irgendwie. Eudora, eine Piratin, Höchststufe 10 Leben, 10 Angriff, 78 Leben. Fähigkeiten, Coup d'état. Tempo 4, greift einen Feind an, feuert Eudoras Kanone auf ihn ab, wenn es der Feind ganz links oder ganz rechts ist. Kanone schussbereit, Tempo 7, Abklingzeit 1, ruft rechts oder links von dem Söldner eine Kanone herbei, sofort einsetzbar. Okay. Das heißt, man kann ihn in dem Turn noch abfeuern, so verstehe ich das. Deckungsfeuer, Tempo 7, Abklingzeit 1, stellt bei einem befreundeten Söldner 12 Leben wieder her und lasst ihn auf die Bank zurückkehren, feuert alle Kanonen ab. Das ist so ein bisschen wie Funkelchen. Also, Eudora ist sehr, sehr speziell. Sie funktioniert mit Kanonen, also sie beschwört Kanonen rechts und links von sich, also die dann schießen. Das kennt man aus Standard schon oder Duels. Ich weiß, irgendwo gab es auf jeden Fall schon mal, dass man so Kanonen beschwören konnte. Oder war es im PvE, ich weiß, also im Solo Hearthstone Game. Und die machen dann Schaden. Das heißt also, Eudora muss also erst Kanonen beschwören, bevor sie dann wirklich gut ist. Das heißt, auch Eudora sollte man eigentlich, also Eudora wirkt so wie ein Charakter, den man nicht von der Bank, den man nicht direkt spielen sollte, weil die Fähigkeit, dass man eine Kanone rufen kann, ist halt, hat halt Abklingzeit. Und du brauchst erst Kanonen, weil solange du keine Kanone hast, ist Eudora eigentlich nutzlos. Insofern würde ich sagen, ist Eudora sehr gut von der Bank oder eher besser von der Bank aus. Kommen wir aber mal ganz kurz zur Ausrüstung, weil die ist wichtig. Schrapnellschuss, Kanonen verursachen 5 Schaden mehr. Feuerbereite Waffen, ruft eine Kanone herbei. Also Kampfschrei, du rufst eine Kanone. Also wenn du sie spielst, kommt direkt eine Kanone. Und salzige Armschienen passiv plus 2 plus 10. Ja, hier habe ich das Gefühl, dass der PvP-Boni ganz klar die feuerbereite Waffe ist. Und ganz klar heißt, ich bin nicht ganz klar, Leute, aber vom Gefühl her. Du spielst Eudora, hast direkt eine Kanone. Das wirkt einfach so, so viel besser. Weil wenn Eudora mit Kanonen funktioniert und wenn die Kanonen gut sein sollen, wenn das der Grund ist, warum man Eudora spielt, dann braucht man die logischerweise. Insofern würde ich sagen, dass die feuerbereite Waffe ganz klar im PvP der beste Boni ist. Dann kann man eventuell auch direkt sie sofort zu Beginn spielen. Man kriegt direkt eine Kanone, man macht das hier, man greift an. Die Kanone feuert direkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Angriff die Kanone hat, wie viel Schaden macht die Kanone, das weiß ich nicht. Und dann ruft man Turn 2, ruft man eine zweite Kanone, du hast 2 Kanonen auf dem Feld, die schießen auch direkt. Dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn man Heilung braucht, dann heilt man halt und hat dann direkt auch 1-2 Kanonen, die ich dann auch nochmal schießen. Also ohne diesen Boni kann ich mir niemals vorstellen, dass Eudora ein guter Söldner ist, den man direkt spielt. Mit dieser Kanone kann ich es mir vorstellen, dann hat man direkt eine, man greift an, Turn 2 ruft man die zweite und so weiter und so fort. Dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Fürs PvE ist entweder auch das hier das Beste, weil
direkt eine Kanone oder Haltung nimmst oder du sagst, du hast die Zeit, die Kanonen zu beschwören, dann sollen sie halt mehr Schaden machen. Aber insgesamt glaube ich, dass das einfach der beste Boni ist. Und wie gesagt, wie gut Eudora ist, hängt am Ende davon ab, wie gut die Kanonen funktionieren. Das kann ich absolut null einschätzen. Aber ja, davon wird es abhängen. Sind die Kanonen gut, dann ist Eudora vielleicht gut. Sind die Kanonen irgendwie doof oder sie machen nichts oder sie machen viel zu wenig Schaden, dann wird Eudora auch ziemlich nutzlos sein. Ist halt immer eine spannende neue Mechanik, das kann man glaube ich sagen. Handlanger Pain. Ich glaube, das war der allererste Boss in den Todesminen, ne? Das ist einfach so ein fetter Tauro, der vor der... Oder war das... Nee, das war der, der vor dem Schiff steht, ne? Der, wenn du auf das Schiff willst, kommt der, glaube ich, ne? Ja. Ist auch egal. Ist ein Pirat. Höchststufe hat er 7 Angriff und 75 Leben. Fähigkeiten Schmetterwurf. Tempo 8. Erhält plus 5 Angriff. Für jeden Feind mit maximal 40 Leben. Greift einen Feind an. Ahoi, Landratten. Tempo 2, erhält Spott in diesem Zug, erhält plus 5 Angriff, wenn ein Feind diesen Söldner angreift. Und über Bord, Tempo 3, Abklingzeit 1, erhält plus 10 Leben und greift einen zufälligen Feind an, nachdem ein anderer befreundeter Charakter in diesem Zug verletzt wurde. Okay. Ja, das ist so der standardmäßige Tank, ein bisschen, also wirkt so ein bisschen lahm. Ich sag mal so, der Schmetterwurf ist einfach ein ganz normaler Angriff und der bekommt halt Angriff wenn, für maximal 40 Leben, aber gerade am Anfang, also gerade ganz zu Beginn, haben ja alle volles Leben. Der Punkt ist aber, die Fähigkeit ist sehr, sehr langsam. Das heißt, er kommt wahrscheinlich am Ende dran. Insofern, eventuell hat Van Cleef und Eudora oder Sneed, die haben vorher angegriffen und dadurch haben die schon, ja gerade Sneed macht ja auch Sneed macht ja auch mit seiner Säge eventuell einen AOE-Cleave und eventuell sind dadurch ein oder zwei Söldner, zwei ist unwahrscheinlich, aber zumindest einer ist eventuell schon auf 40 Leben gefallen oder auf unter 40 und dann kriegst du halt noch Angriff dazu. Insofern ist das ein netter Attack, aber jetzt auch nichts so Besonderes. Was natürlich super ist, er hat Spott, ne? Also er kann für Tempo 2 kann er Spott machen, ohne Cooldown. Spott ohne Cooldown, das konnte bisher nur Kariel, glaube ich, und der Murloc. Es gibt einen Murloc, der kann stärken, glaube ich, keinen Cooldown. Und es gibt Kariel. Lich King hat Cooldown, Kern hat Cooldown. Das ist natürlich cool. Grundsätzlich Insta-Spot ohne Cooldown ist schon eine starke Fähigkeit. Und er hält immer, wenn er angreift oder wenn er angegriffen wurde, erhält er plus 5 Angriff. Also aber erst danach, so wie ich das verstehe. Insofern, also der Erste, der kriegt noch die 7 Schaden, der Zweite würde dann 12 bekommen. Also Insta-Spot ist auf jeden Fall eine nette Fähigkeit, das kann man nicht sagen. Das ist 100%ig so. Und über Bord, er hält plus 10 Leben und greift einen zufälligen Feind an. Das ist natürlich nicht schlecht, also es ist sowas ähnliches, ich glaube, Varian, ne? Varian kann das doch auch. Also wenn jemand angegriffen wird, schlägt er zurück. Und hier ist auch so, er hält Leben. Und wenn dann jemand angegriffen wird, schlägt er zurück. Aber Varian wird bisher auch nicht wirklich gespielt. Insofern, der Insta-Taunt ist nett. Ja, aber ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Wir gucken mal eben die Dinge an. Schmetterwurf verleiht zusätzlich 4 Angriff. Über Bord gewährt 6 Angriff, wenn der verletzte befreundete Charakter ein Pirat ist. Und erhält jedes Mal 4 Angriff, wenn ein befreundeter Pirat angreift. Okay. Auf den ersten Blick, der Punkt ist, dieser Taure macht für mich zu wenig Druck. Also er macht einfach keinen Druck oder er macht irgendwie nicht viel. Ich meine, er ist der Tank, okay, aber er macht auch irgendwie nicht viel. Aber mit geschärfte Schneide, also jedes Mal, wenn ein Pirat angreift, kriegt er 4 Angriff. Das heißt, sagen wir mal, er ist als letztes dran. Ich mache jetzt den Schmetterwurf und er ist als letztes dran wegen Tempo 8. Das würde bedeuten, dass er 8 Angriff bekommt. Das heißt, er ist schon bei 15 Angriff beim ersten Angriff. Und wenn jetzt noch dieses Ding prockt, sagen wir einmal, dann hätte er 20 Angriff, nachdem er das erste Mal angegriffen hat. Also 20 Angriff nach dem ersten Angriff. Und das ist dann schon ganz cool, ne? Also insofern, mit geschärfter Schneide und wenn die Piraten angreifen, dann wird er schon relativ schnell zu einem Problemchen und könnte eventuell hochskalieren. Also er wirkt auf den ersten Blick jetzt nicht so crazy, ist aber halt auch ein Tank, er soll auch ein bisschen supporten, er hat den Insta-Sport, das ist cool. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Kanonen sind, aber wenn die Kanonen gut sein sollten, wirkt er auf mich wie der schwächste Pirat. Kann man aber falsch liegen, weil eventuell ist dieser Bonus mit den 4 Angriff so nice, dass man unbedingt diesen Piraten töten muss, weil wenn man ihn nicht tötet, dann wird er immer stärker und hat irgendwann 30, 40, 50 Angriff und dann ist es halt zu spät. Insofern, eventuell muss man ihn als erstes töten und dann können halt Van Cleef und eventuell Eudora können in der Zeit dann halt den Schaden machen. Und vielleicht erfüllt er also diesen Zweck. Ja, und er kann sich zumindest auch selber heilen.
Also, er ist ganz cool. Er wirkt jetzt halt nur nicht so super spacey, sag ich mal. Also super abgedreht. Und dann haben wir noch Krümel der Smoothie. Krümel der Smoothie ist deswegen süß, weil er ein Moloch ist. Das ist schon mal cool. Also es gibt jetzt nicht mehr drei Molochs, es gibt jetzt vier Molochs. Und er hat Fähigkeiten, die Molochs und Piraten buffen oder mit Molochs und Piraten Synergie geben. Das macht ihn ganz cool. Also er ist zum einen, kann man jetzt also mal sagen, es ist der erste Moloch-Support, den es gibt. Also vielleicht werden dadurch die Molochs jetzt spielbar oder besser spielbar. Und aber er passt auch in die Piraten rein. Also man kann ihn auch bei den Piraten spielen. Das ist eine wirklich coole Sache, finde ich. Ja, kommen wir zu Fischfest mal. Ist ein Tempo 2, also sehr, sehr schnell. Fügt einem Feind 10 Schaden zu. Todesstoß verleiht allen befeuerten Charakteren 15 Leben. Also sehr, sehr schnell. Macht nicht super viel Schaden, aber wie gesagt, super schnell. Und wenn er tötet, heilt er alle um 15. Oder beziehungsweise, nein. Also sie kriegen alle 15 Leben drauf. Also sie erhalten nicht nur, sondern wenn man 70 Leben hat, hat man 85 Leben. Wenn man 80 Leben hat, hat man 95 Leben. Also er bufft das Leben drauf. Ja, das ist schon sehr nice, aber wie gesagt, Todesstoßfähigkeiten sind nicht die besten, weil das Problem ist, du kannst nicht garantieren, dass du jemanden tötest. Du kannst nicht garantieren, dass du tötest. Das heißt einfach, du weißt nie, ob das proc't. Insofern ist es erstmal einfach nur Tempo 2, macht 10 Schaden. Ein bisschen Schaden, sehr, sehr schnell. Das ist das, was gut ist. Der Todesstoß ist nett, aber den kannst du halt nicht garantieren, deswegen ist das meistens nicht so geil. Zumindest im PvP. Krümels Kochkunst, Tempo 5, Abklingzeit 1, fügt allen Feinden Blutung zu. Also Blutung macht am Ende dann nochmal Schaden und stellt bei befreundeten Molochs und Piraten 5 Leben wieder her. Ja, das ist zum Beispiel nett. Ich meine, du triffst also alle bluten, alle kriegen Schaden. Und Blutung 5 heißt 5 Schaden. Ne? Also die kriegen 5 Schaden und wenn, gut, und Rote würden 10 bekommen. Behaupte ich mal gerade. Stellt bei befreundeten Molochs und Piraten 5 Leben wieder her. Also wir haben also einen kleinen Moloch-Piraten-Buff. Halt ein bisschen. Ist es nett, aber jetzt auch nicht der Wahnsinn. Und Fisch Ahoi, Tempo 4, Abklingzeit 1, ruft für euren Gegner einen zufälligen Fisch mit einem Todesröcheln dabei, von dem ihr profitiert. Also der Gegner bekommt einen Fisch, der Todesröcheln, und wenn der stirbt, dann profitiert man. Und da ist jetzt das Problem, ich sehe diese Fische nicht. Vielleicht sieht man sieht die bestimmt irgendwo. Vielleicht hat jemand einen Link in den Kommentaren, wo man die Fische sehen kann. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt noch nicht gesehen. Ich hätte mal gerade googeln sollen, ich habe es irgendwie vergessen. Ich kenne die Fische nicht, also kann dazu nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Per se muss man erstmal sagen, ich rufe einen Fisch für den Gegner, es passiert also nichts und dann muss ich den noch töten, damit ich einen Bonus bekomme. Also es wirkt erstmal langsam. Ich rufe einen Fisch, den ich dann nächste Runde töten muss. Oder er stirbt, okay, oder ich mache einen AOE und er stirbt noch direkt. Also das wäre vielleicht das Beste. Ich habe eine Tempo 4 Fähigkeit, der Fisch wird gerufen, dann kommt Turn 5 oder Turn 6, kommt dann AOE und jetzt tötet den Fisch vielleicht direkt und ich habe direkt den Bonus. Das könnte ja auch funktionieren. Aber dafür müsste man jetzt wissen, was machen diese Fische, damit man weiß, wie gut das ist. Fischfest mal verleiht außerdem 5 Angriff. Krümmels Kochkunst stellt 5 Leben mehr wieder her und Vorspeise verleiht befreundeten Charakteren 9 Leben. Ja, hier sind einige Dinge ganz nice. Also verleiht befreundeten Charakteren 9 Leben. Also jeder, der startet, hat 9 Leben mehr. Das ist schon stark. Also ich meine, das sind insgesamt 27 Leben mehr. Das ist ein starker Boni. Den könnte ich mir im PvP vorstellen. Und Kochkunst stellt 5 Leben mehr wieder her. Kann ich mir auch vorstellen, weil 5 Leben sind echt wenig, aber 10 ist schon auf jeden Fall besser, wesentlich besser, doppelt so gut. Wenn es einem also um die Heilung geht, dann das. Also am ehesten glaube ich Vorspeise, wenn man ihn spielt, weil das ist, nein, 9 Leben mehr ist einfach nett. Direkt vom Beginn, da muss man nichts für machen. Oder halt das mit dem Heilen, wenn einem das Heilen sehr wichtig ist, könnte ich mir. Also das sind die beiden Boni, die ich am ehesten sehe, glaube ich, fürs PvP. Ja. Die 5 Angriff sind wahrscheinlich auch nur beim Todesstoß, ne? Das ist dann sehr problematisch. Also das ist was fürs PvE, wenn man weiß, dass man tötet, wenn man weiß, dass man das ein bisschen. Ja, wenn man weiß, dass man so spielen kann, dass man damit tötet, dann ist das okay. Insofern, das mit den 15 Leben wirkt auch so auf mich als eher als wie ein guter PvE-Boni. Alles in allem, es ist nett, dass es Moloch-Support ist, es ist nett, dass es Piraten-Support ist, also es ist beides, es ist sehr, sehr cool. Die Fähigkeiten wirken aber so ein bisschen meh. Und wie gesagt, solange ich nicht weiß, was der Fisch macht, der Fisch ist vielleicht unfassbar gut, aber das kann ich gerade nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall, ich finde aber die Moloch-Piraten-Synergie, die finde ich halt sehr nice. Ja, das war's. Das war mein Take auf die 5. Ja, ich sage nicht, dass ich da irgendwie. Aber ich denke, ich habe ja auch nicht gesagt, das ist der ist 5 Sterne, der ist 1 Stern, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe einfach nur ein bisschen drüber gequatscht und ich denke, das ist dann auch okay. Mehr traue ich mir da auch nicht zu.
Ich habe auf jeden Fall Lust auf die 5 und ich finde es cool, dass das passiert, dass wir jetzt schon neue bekommen. Und jetzt nochmal ganz kurz, wir kriegen auch neuen PvE-Content. Also wenn ihr auf Normal schon durch seid, wenn ihr auf Hero schon durch seid, so wie ich. Und ich habe das gerne gemacht, solange ich es nicht fertig hatte und ich hatte noch ein Ziel. Macht mir das echt Spaß, insofern habe ich Bock. Hochlord Omok, General Drakizard und Rent Schwarzfaust gegenüberzutreten. Drei neue Bosse, die natürlich dann auf Normal und auf Hero dann zur Verfügung stehen. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht ewig dauern. Man wird wahrscheinlich relativ schnell die besiegen mit den guten Kombos, die man jetzt schon hat. Gehe ich von aus. Ich hoffe, dass sie den Schwierigkeitsgrad jetzt schon ein bisschen höher. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad liegt über Ragnaros. Ja, also nicht, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt tatsächlich unter Ragnaros liegt oder unter den... oder sie den mitten reinpacken. Und ich hoffe, dass es wirklich jetzt auch so ist, dass wenn sie drei neue Bosse machen, dass die auch schwerer sind als das, was wir bisher hatten. Eigentlich ist es unlogisch, weil eigentlich müsste Ragnaros ja wesentlich stärker sein als die drei. Also von der Geschichte her ist es unlogisch, aber das ist ja eigentlich egal. Sie kommen halt nach Ragnaros, also sollten sie hoffentlich ein bisschen mehr drauf haben. Ja, ich freue mich auf den Mercenaries-Content. Wie gesagt, wir besprechen auf jeden Fall in einem der nächsten Videos natürlich dann die Legendaries vom Miniset. Da freue ich mich drauf, ich bin sehr gespannt. Bleibt gesund und bis bald. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.